hier oben rechts rum wahrscheinlich gleich. Wollen wir mal sehen. Gibt's hier einen Pfad oder sowas? Das sieht nicht so aus. Vielleicht hier. Ah, guck mal da. Oh, da ist wieder so ein, so ein kleines mieses Dorf. Dann kletter ich einfach. Ich kann ja klettern. Ist ja kein Problem. Hoffe ich jedenfalls, dass wir hier hochkommen. Oh, ich denke schon. Auf in die Berge. So, Zenu. Zenu weiß wieder Bescheid. Okay. Na gut, dass er wirklich auch immer da ist, ne? Dass es nicht irgendwie so instanziert ist und dass er wirklich live quasi immer im Spiel ist und um einen rumfliegt oder über einen fliegt. Da bin ich mal gespannt, was ich mit der Tante anstellen soll. Wahrscheinlich erstmal eine Runde quatschen. Los, springen! Ah, jetzt. Guck mal, hier wäre ein Pfad gewesen, habe ich gar nicht gesehen. Okay, naja. Klettern macht da auch Spaß, ist doch schön. Bisschen hier in die Steine gehen, wie im echten Leben, mache ich da auch gerne mal, ne? Privat, bisschen über die Steine klettern. Gar kein Problem. So, Tier töten. Das ist also die Höhle der Hyäne. Oh Gott. Aber keine Spur von Khaliset. Meret hat nicht gelogen. Ich muss herausfinden, wo sie ist. Wo ist Khaliset? Und wir müssen das Ding hier untersuchen. Stufe 20, ne? Ist doch kein Problem. Chaka! Da ist die Bosshygiene. So, die müssen einfach wegkloppen. Bäm! Scheiße. Aua, aua, scheiße. Warte mal, ich muss hier mal... So. Okay, das Tier ist tot. Alles hier plündern. Ort beendet Hyänenbau. Okay, wir suchen mal weiter hier alles ab. Ich will nicht. Warum sollte sie eines ihrer tollen Tiere einsperren? Bitte! Oh. Hol mich hier raus! Herr Schnauze, ich bin gerade dabei. Aua. Hilfe! Mistvieh. So. Bitte! Wer schreit denn da? Bitte! Hol mich hier raus! Moment, erstmal gucken, was der Stein zu sagen hat. Das war schön, den Stein angucken. Hiobs Grab. Sie hielt jedes Detail fest. Ah, sie ist noch nicht fertig. Dort werde ich sie finden. Ich gehe zu den Pyramiden. Ja, diese Zeichnung ist total super. Eine Zeichnung der großen Cheops-Pyramide, die vermutlich von Khaliset angefertigt wurde. Sie scheint besonderes Augenmerk auf etwas zu legen, das sich unter dem Grab befindet. Eine Grabkammer also. So, schreitet immer noch? Ach da. Hallo. Ah komm, ich lass ihn mal raus. Ja, gern geschehen. Okay. Dann auf zu den Pyramiden nochmal. Hin und her hier. Aber da hole ich mir mal Todd wieder zurück. Meinen treuen Todd. Den muss ich aber bald mal austauschen. Aber das sagen wir ihm natürlich nicht. Auf dem Reiter generell kriege ich kaum Schaden. Das ist ganz cool. Sollten öfter auf dem Pferd kämpfen. So. Gut. Ja, gehen wir einfach hier unten durch, würde ich sagen. Na, Todd. Spring nicht so viel rum. Oh, oh, mein Kopf. Ein bisschen eng vielleicht. Ich lasse dich erstmal ein bisschen hier kutschieren. Das ist auch mal schön. Ein bisschen die Landschaft genießen. Alles so schön golden, wenn es von der Sonne angestrahlt wird. Fantastisch.
ist das schön. Die Tierchen. Halt, die muss ich einmal hier wegnaschen. Stirb endlich! Dafür lasse ich dich leiden! Das glaube ich weniger. So, zack, zack. Also hier die Banditen überrascht an dem Lagerfeuer. Eigentlich auch ganz geil. Ne, dass die halt einfach so, weißt du, es wird bald Abend, schlagen ihr Lager irgendwo auf, machen ein Lagerfeuer, essen was, beruhigen sich, pipapo. Wer will Stress? Ah, ihr wollt Stress? Ja, ist kein Problem. Ich hab für jeden was dabei. Aber für dich auch, zack. So. Wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht. Da. Hey, warte. Hier. Ja, langsam fühlt man sich wirklich relativ stark im Spiel. Das ist echt gut. Wir haben noch Talentpunkte frei. Ich weiß, müssen wir auch nochmal ausgeben. Ich weiß bloß noch nicht so richtig wofür. Müssen wir mal gucken, ob wir weiter in diesen Baum da reinskillen oder ob wir nochmal in die andere Richtung gehen. Mal ganz kurz husten. Beschützt den Nep. Oh. Warte mal, da ist Free XP. Bleibt hinter mir, Harry. Hallo. Komm. Nein. Aus. Aus. Oh, das Pferd wollte ich nicht schlagen. Ach, waren bloß die zwei? Ach nee, da ist noch einer. So. Schaka. Superb, superb, superb. Dum, dum, dum. Interessant auch, dass sie sich gerade in der Wüste so viele Banditen aufhalten. War das früher so, dass die Banditen sich quasi in der Wüste aufhielten und nicht in der Stadt? Also ich würde mir als Bandit eher irgendwie, ja was, weiß ich nicht, so ein geheimes Versteck in der Stadt organisieren, als draußen in der elendigen, heißen und nachts schweinekalten Wüste. Naja. Wer weiß. Aber es gibt ja auch ein paar Banditen in der Stadt, so ist ja nicht. Aber eher, also wirklich ganz, ganz wenige. Die meisten sind wirklich so abseits und haben da irgendwie ihr Lager. Naja. So, da bin ich ja mal gespannt. Ob wir da, also wie, vor allem, wie wir da reinkommen. Da muss ja irgendwo ein Loch sein. Hien. Khaliset muss da drin sein. Ja? Oh. Nein. So. Ja, dann gehen wir mal reingucken, ne? Da ist ein Eingang. Gucken wir doch mal. Fackel an. Wir schleichen uns in die Pyramide. Findet die antike Tafel. Du! Wer wagt es zu stören, wo die Stille sie ereilt hat? Ein Magi, der über viele Dünen lief, um dich zu finden. Versteck dich nur, Hyäne. Doch dieses Grab wird dich nicht schützen. Ich verlange, dass du aufhörst. Kehre jetzt um, dann verzeihe ich dir die Störung meines Friedens. Sie war aber eine Störung des Friedens. Erinnerung, du kannst dich durch diese Spalte zwängen. Ja, mach ich mal. Hier sind bestimmt wieder irgendwelche Schlangen am Start. Die hasse ich, ja. So, was gibt's denn hier Feines? Ah, hier geht's runter. Okay. Törichter Mensch, ich bin Isis, Bewahrerin der Magie. Hier leben die Götter und nicht du. Was für ein Spiel spielt sie hier? Gute Frage. Okay. Das sieht ja ganz interessant aus hier. Mäuse. Und da soll ich jetzt wahrscheinlich reinspringen. Na dann. Plündern. Achso, plündern, ja. Hallo? Achso. Hinfort! Osiris darf nicht gestört werden! Diese Barriere. Was soll sie schützen? Ketzer! Der Wachsame ist im Schlaf! Geh nicht weiter, sonst tränke ich diese trockenen Ebenen mit deinem Blut! Ah, nur übertreib mal nicht, Mädchen. Ich komm doch in Frieden.
Was ist das denn? Wo bin ich hier? Ein Grab unter einem Grab? Und was ist das Goldene dort? Was ist das? Versteckst du dich hier, Hyäne? Was ist denn das da? Zauberei hier noch am Werk? Welch grausamer Wahnsinn ist hier passiert? Ein dunkler Ort mit einem Fenster zu den Göttern. Was für ein Ritual will sie durchführen? Was ist denn das hier krasses? Neuübertragung. Segment 3. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 95 Tage vergangen. Der Bote spricht. Du fragst dich sicher, warum ich dich kontaktiere. Es steht geschrieben, weißt du, dass du kommst. In genau diese Kammer. Zu genau diesem Zeitpunkt. Die Wände erzählten deine Ankunft, als wir einst waren. Sieh sie dir an. Sind sie nicht faszinierend? Und wie diese Flora-Gnetland? Diese Wände erzählen eine tragische Geschichte. Eine Geschichte, die wir auf unsere Bauwerke und Artefakte schrieben. Eine Geschichte, die wir nicht ändern konnten. Ein Mysterium, das sich uns demonstrativ verwehrte. Wir versuchten es, unsere Wissenschaftler und Forscher, Poeten und Physiker, helle Köpfe, rebellische Herzen. Sie alle bemühten sich, etwas zu verändern. Wir alle versagten. Keiner konnte ändern, was wir entdeckten, die Geschichten, die in die Wände dieser Räume geschrieben sind. Von wem, wussten wir nie. Wir wissen, dass sie von der Zukunft erzählen, die ist, der Zukunft, die war und der Zukunft, die noch kommt. Und hier schicke ich... Wir konnten keine Zeile verändern. Wir konnten keinen einzigen Punkt hinzufügen. Es war klar, wir sollten bestenfalls Boten sein. Aber Boten für wen? Für dich. Wir haben die Fähigkeit, diese Geschichten zu lesen, aus deiner ursprünglichen Vorlage entfernt. Eine Tür, die gleichzeitig ein Rätsel ist. Ich muss die Lösung finden. Dies waren Brutus' Worte, als er das Gewölbe unter dem Kolosseum besuchte, vor mehr als 2000 Jahren. Er malte das Gewölbe, skizzierte es so gut er konnte, aber er konnte nichts sehen. Genauso blind wie du. Du liest vielleicht deine Uhr, wohl auch Sanduhren und Kalender. Doch du begreifst nichts, was über diese primitive Oberfläche hinausgeht. Derzeit übersiehst du noch die wahre Auslegung der Zeit. Und so geht heute der Vorhang auf. Und die Geschichte zeigt sich. Tragisch und vollständig. Du liest diese Wände vielleicht nie. Ereignisse spielen sich noch ab, wie sie geschrieben stehen. Doch etwas, irgendetwas muss sich verändern. Du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Der Leser hat keine Macht. Er ist nur ein Beobachter. Doch der Autor, er denkt die Zukunft. Dem Autor gehört die Zukunft. Eine Zukunft, in der Schädigende vermieden werden. Eine Zukunft, in der ein geliebter Mensch durch Hinzufügen eines neuen Kapitels wiederbelebt werden kann. Eine Zukunft, in der die Menschheit mehr ist als heute. Eine Zukunft, in der wir vielleicht alle zusammen existieren können. Mysteriös, mysteriös. Was hat das alles zu bedeuten? Wo sind wir? Und was ist das? Sieht nach außerirdischer Technologie aus, wenn ich jetzt drauf wetten müsste. Geil. Mag sowas. Was ist das hier?
Noch warm. Und dieses rituelle Messer, das war eine Opfergabe. Okay. Also er scheint ja davon recht unbeeindruckt zu sein, ne? Oder er sieht das gar nicht, sondern nur die Frau, die ja ihn quasi steuert. Weiß es nicht. Khaliset hat diese Symbole gemalt. Wollte sie ihre Bedeutung verstehen? Opfergaben für Osiris, den Beschützer der Toten. Dann haben wir noch einen Sarkophag. Dieser Sarkophag ist mit den Zeichen der Mutterschaft verziert. Und überall diese seltsamen Symbole. Ich glaube, ich weiß, welche dunklen Absichten Khaliset hier verfolgt hat. Khaliset hat ein Ritual begangen. Zuerst rief sie Osiris mit diesen Opfergaben an. Sie hat die Gefangenen mit einem Messer geopfert. Und ihr Blut hat sie für irgendein dunkles Vorhaben aufgefangen. Sie hat versucht, aus diesen seltsamen Symbolen schlau zu werden. Sie muss sie in diesem Raum gefunden haben. Als sie die Symbole kannte, hat sie sie hier hineingeritzt. Und dann das Ritual mit einem letzten Gebet über dem Sarkophag vollendet. Khaliset scheint zu versuchen, einen Toten wieder zu erwecken. Aber wer liegt hier unten begraben? Das ist die große Frage. Ich würde sagen, wir öffnen einfach mal. Eine neue Fackel an. Ein Kind. Da kommt mein Kind! Dein Kind ist tot? Ist es nicht. Sie ruht nur vorübergehend. Du hast ihre Wiedererweckung gestört. Und doch verbündest du dich mit dem Orden. Zerstörst das Grab. Khaliset! Sprich meinen Namen nicht aus. Deine Lippen sind meines Namens unwürdig, du, der sie entehrt hat. Ich bin eine gute Mutter. Hier! Du bist mir nicht gewachsen, Wüstensohn! Wo ist sie hin? Okay, also... Sie hat ihr Kind dort also reingelegt. Hier leuchtet nämlich noch was. Was ist denn das hier? Plündern. Achso. Sie hat ihr Kind also hier reingelegt und wollte es wiederbeleben. Interessant. Also irgendwelche magischen oder vielleicht sogar außerirdischen Wege, die sie hier geht. Ich ja generell ganz, ganz spannend mit diesen Alien-Geschichten über Ägypten. Es gibt sehr viele, die das behaupten und viele Beweise oder Nicht-Beweise. Was leuchtet hier? Ah, so ein komischer Leuchtestein. Cool. Ja, finde ich generell sehr spannend, dieses Thema. Auch wenn ich dazu leider nicht allzu viel weiß. So, hier müssen wir uns durchdrücken. Ah ja, jetzt sehe ich auch wieder was. Hier durch, okay. Du bist nicht besser als all die anderen, die vor dir kamen. Komm, kämpf, Scheiße. Wenn du musst. Dein Blut wird bei der Auferweckung meiner Tochter helfen. Niemals. Ich werde dich vernichten. Ich begrabe dich im Sand, du Narr. Das Feuer. Geh aus, verdammt! Muss ich hier hoch? Unsicher, wo ich hin muss? Ah, doch, da oben. Ein Sturm kommt auf. Wo ist sie hin? Muss sie finden. Komm ich da durch? Warte mal. Hier komme ich nicht durch. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach so, da oben geht's hoch. Okay. Ach so. Nun zeige ich dir, was mit jenen geschieht, die das Grab meiner Tochter entweihen. Ja! Ich blocke es einfach ab mit dem Schild. Sie ist gar nicht mal so schlecht. Jedenfalls ist sie ziemlich flink unterwegs.
Na komm, schieß doch. Hathor, schütze mich vor diesem Ketzer. Ich komme nur wegen dir, Hyäne. Die Götter haben nichts damit zu tun. Du bist in Esches Ruhestätte eingedrungen, Wüstensohn. Du hast die Götter selbst hineingezogen. Und du der Bosskampf hier? Du versuchst das Unmögliche, Ralisset. Keine Magie der Welt kann unsere Kinder zurückbringen. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Ach, da hinten. Okay. Nicht vom Weg abkommen. Ich brenne, aua. Mein Kind wird zurückkommen. Durch die Macht jener, die vor uns kamen. Vor uns gab es nur die Götter. Es gab jemanden zwischen den Göttern und uns. Das ist ihr Geschenk. Verdammte Flamme. Alter, das ist ja fies. Er hat die weggeballert. So. Okay. Scheiße. Komm, dich holen. Du besiegst Mist. Mich nicht mehr, Jai. Aber wir werden jedes Mal wieder hochgeheilt. Okay, das wird ein spannender Bosskampf, glaube ich. Ah, gegen den Wind noch ankämpfen hier. Wo ist sie hin? Mein Herz blutet ohne meine Esche an meiner Seite. Sei dankbar. Dein Blut wird helfen, sie zurückzuholen. Deine Tochter ist tot, Kalisset. Nichts kann sie zurückbringen. Gar nichts. Ich rette meine Tochter, koste es, was es wolle. Genug deiner sinnlosen Worte. Dann lassen wir die Waffen sprechen, Hyäne. Und dich schickt man, um mich zu töten? Die Flöhe meiner Hyäne sind gefährlich. Du solltest besser aufgeben, Ralisset. Ich kenne deinen Schmerz. Du weißt nichts von meinem Schmerz. Geh runter. Kein Kind wünscht sich so etwas von seinen Eltern. Sprich nicht von den Wünschen meines Kindes. Okay, der ist erledigt. Leg die Waffe nieder, dann hast du es schneller hinter dir. Ja, ich bin nicht ganz so schnell. Da kommt schon Mädchen. Und du nennst dich Magi? Ein HP noch, oder was sie hat. Dein Abzeichen. Nicht weglaufen. Du Feigling. Bist gut mit der Waffe. Das muss ich dir lassen. Danke, ich weiß. Bam. Und ciao. Stufe 19. Okay, das war's mit ihr. Sie ist tot. Die Hyäne ist erledigt. Wandle ich nun unter den Toten? Ein gerechtes Ende. Du hast die Toten geschändet und den Mördern meines Sohnes geholfen. Alles aus reiner Selbstsucht. Nein. Das Kieselglas sammelte ich für sie. Es erweckt den magischen Stein derer, die vor uns kamen. Du hast ihn gesehen, oder? Nur die Sprache musste noch gelernt werden. Er ist nicht für uns bestimmt. Das macht nun keinen Unterschied mehr. Ich wollte meine Tochter beschützen, im Leben und im Tod. Ich habe versagt. Osiris! Führ uns wieder zusammen! Sie ist allein im Gefilde der Binsen. Muss ich auf ewig in der Duat verbleiben? Ich will nur meine Tochter zurück! Bitte! Nun dient sie als Hyänenfutter. Hyäne Kalisset. Mögest du deine Tochter im Jenseits finden, Ralisset. Möge der Fürst der Duat dich leiten. Tja, das war's mit der Hyäne. Freunde, ich würde sagen, guter Abschluss für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich bin gespannt, was uns als nächstes erwartet. Also, bis zur nächsten Folge.